Meine Damen und Herren, wir haben uns entschlossen, nach diesen drei Vorträgen sozusagen einen radikalen Schnitt zu machen und eine Art Kontrapunkt zu setzen. Kontrapunkt insofern, als wir von der historischen Betrachtung eines geschichtlichen Ereignisses jetzt in die Gegenwart springen wollen. Wir sind eine politische Stiftung, also muss es unsere Aufgabe sein, mehr zu liefern, als einen klaren Standpunkt zu haben und Dinge zu beschreiben, wie wir sie gerne hätten. Das reicht nicht, um politisch was zu erreichen. Politik heißt letztendlich ja nicht nur einen Standpunkt zu haben und es besser zu wissen als unsere Konkurrenten, sondern Politik heißt letztendlich, dem eigenen Standpunkt Geltung zu verschaffen. Das ist das Wesen von Politik. In einer Demokratie heißt Geltung verschaffen, natürlich wie in jedem anderen System, auch zunächst mal die Macht dazu zu haben, die Verhältnisse zu ändern. In einer Demokratie ist das ganz speziell dadurch gegeben, dass man Majoritäten gewinnt, die dem eigenen Standpunkt zustimmen. Das ist also die Frage, wie gewinnen wir Majoritäten in der heutigen Zeit, um das, was wir hier so schön beschrieben haben, was wir gerne hätten, was aber heute nicht so ist, um das dann doch zu erreichen. Und damit gebe ich den schwarzen Peter gleich weiter. Wer traut sich eine Antwort zu? Sonst mache ich das ganz willkürlich. Nun, das wäre ja dann die allgemeine Generalantwort, wie man Majoritäten findet, um die politischen Verhältnisse zu ändern. Also mein Eindruck ist besonders stark, dass die Zeit geprägt ist, eben seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, von einem erheblichen Mentalitätswandel auf Seiten der Eliten. Und die große Frage wäre, es wäre eher eine sozialwissenschaftliche Frage, da habe ich jetzt auch nicht die letzte Antwort drauf, inwieweit dieser Mentalitätswandel der Eliten auch ein Stück weit vielleicht eine Graswurzelbewegung ist, dass der also einen Mentalitätswandel in der allgemeinen Bevölkerung durchaus abbildet und ihm folgt, oder aber ob in der Tat die Eliten ihre Mentalität ganz selbstständig wandeln und die breiten Mehrheiten dem mehr oder minder unterbewusst auch hinterherlaufen. Das ist eine Frage, auf die ich in der Tat nicht die letzte Antwort habe. Also ich glaube, wir müssen uns als erstes freimachen von der Vorstellung, dass wir in einer Situation, einer historischen Situation stehen, die derjenigen von 1848 oder 1851 oder 1870 nicht einmal, dass wir uns in einer Situation befinden, die noch derjenigen von 1990 entspricht. Wir müssen wirklich zur Kenntnis nehmen, dass dieses Desorientierende, diese merkwürdige Situation, in der wir uns befinden, in der wir den Eindruck haben, dass vielleicht diese vielbeschworenen Eliten so tun, als ob sie wüssten, wo es lang geht, dass ja dieses im Grunde genommen nicht der Fall ist, sondern es herrscht ja eine große Verunsicherung. Diese Verunsicherung ist auch berechtigt. Die Veränderung unserer Lebensumstände in den vergangenen 20, 30 Jahren ist so dramatisch gewesen, dass mindestens die Älteren von uns, die ja die Vergleichsmöglichkeit haben, sagen werden, das ist tatsächlich nichts, was wir haben absehen können. Wenn das nichts ist, was wir haben absehen können, dann müssen wir uns möglicherweise eben auch neu positionieren. Dann müssen wir eben auch begreifen, dass bestimmte Erwartungen, die in der Vergangenheit vorgeherrscht haben, sich nicht erfüllt haben. Und dann sind Gefahren aufgetreten, auf die wir nicht gefasst gewesen sind. Zu diesen Gefahren rechne ich tatsächlich, dass diejenigen, die heute die Eliten stellen, sich als Liberale betrachten. Und diejenigen, die für die Freiheitsrechte eintreten, von ihnen als Antiliberale beschrieben werden. Die damit einhergehende Sprachverwirrung ist schon so, dass man sich genau überlegen muss, wie man jetzt beispielsweise überhaupt argumentativ vorgeht, wie man sich positioniert, wie man die eigene politische Zielsetzung nicht nur programmatisch kennzeichnet, sondern gleichzeitig eine Begrifflichkeit entwickelt, die es einem überhaupt ermöglicht, diese neuen Formen der Gefährdung von Freiheit, Selbstbestimmung, Identität, Souveränität richtig in den Griff zu kriegen und dann eine Antwort darauf zu finden. Ich bin, vielleicht anders als Sie, Herr Vosgerau, verhalten optimistisch, dass wir damit bei der großen Mehrheit der Bevölkerung Resonanz finden würden. Da besteht meiner Meinung nach ein klares Bedürfnis nach einem Konzept, das nicht diesem, ich sage jetzt einfach mal platterdings, diesem ganzen merkwürdigen Unsinn entspricht, der uns momentan von Staats wegen
oktroyiert wird. Das ist meiner Meinung nach vollkommen klar. Und wir müssen es verstehen, diese latente Kraft zu mobilisieren. Das ist eigentlich nach meinem Dafürhalten die entscheidende politische Aufgabe und die notwendige geistige Ausrüstung, auch die Klärung herbeizuführen, das ist die Aufgabe der Stiftung. Ja, viele schon vorweggenommen. Vorbemerkung wäre natürlich im Sinne dessen, was Kollege Voskerau schon gesagt hat, dass wir zum Unterschied von 48 in einer Situation sind, 48 haben sich die Leute wirklich noch den Kopf zerbrochen, was machen wir mit der Verfassung? Wie schaut die aus? Und alle gingen von der vielleicht naiven Vorstellung aus, wenn die Verfassung mal beschlossen ist, werden sich die Leute dran halten. Ne? Das haben wir heute ja schön vorgestellt bekommen. Frau Lagarde sagt, ja, das interessiert mich überhaupt nicht. Wir machen das, was notwendig ist. Das hat Stalin und Hitler auch behauptet. Ohne, dass ich die drei jetzt in eine Reihe stellen möchte. Es gibt schon noch Unterschiede, aber Stalin war wahrscheinlich cleverer. Okay, gut. Aber bleiben wir bei der anderen Sache. Wie können wir was ändern? Es gibt so ein schönes Zitat, bleibt wieder bei den Adlers, unsere Sozialistenführer, nicht der Alte, der Viktor, sondern der Junge, der Friedrich, der hat den Ministerpräsidenten Stürck erschossen im Ersten Weltkrieg. Und die Wiener Polizei, die er noch kannte, hat ihn verhaftet und gesagt, Herr Doktor, was haben Sie da gemacht? Was haben Sie gehabt gegen Herrn Grafen Stürck? Die waren ganz echauffiert. Adler sagte souverän, gegen den Grafen Stürck gar nichts. Aber gegen die Österreicher, die sich ihn gefallen haben lassen. Ja, das ist es, nicht wahr? Die Japaner hatten vor Jahrzehnten mal so ein Buch, The Japan That Can Say No. Wir haben, wie du gesagt hast, eine wahrscheinlich Mehrheit in den meisten europäischen Ländern, die mit einem Großteil des Unsinns, der da so eigentlich ohne dass viel Widerstand sich dagegen regt, auf uns niederprasselt, die dagegen sind. Und es gibt in den meisten westlichen Ländern deutlich artikulierte, entweder Mehrheiten oder sehr an der Mehrheit kratzende Bewegungen, die Nein sagen. Also, schönes Beispiel. Ich habe immer gefunden, die letzte Chance, dass Deutschland eine vernünftige Rechtsregierung bekommt, ist, wenn Donald Rumsfeld uns übernommen hätte. Ist leider nicht so. Gutes Beispiel dafür. In Virginia, die haben auch Cancel Culture, alle Lee-Denkmäler abgeräumt. 3 Wochen später war die Regierung abgewählt. Da hat das funktioniert. Wenn Sie anschauen in Europa, was rundherum passiert, Italien, Polen, demnächst Spanien, auch Frankreich, die Gaullisten haben umgesattelt in ihren Bündnisstrategien, Schweden. Es gibt eigentlich nur mehr Deutschland und die Großmacht Luxemburg, die sich da dagegen stellen. Ne? Also ich meine, das ist einer der Fehler Bismarcks, dass er Luxemburg nicht den Franzosen geschenkt hat. Gut, nobody is perfect, das ist ganz klar. Das ist das Problem. Und das liegt zum Teil, wir haben das beim Mittagessen besprochen, an unserem Parteiengesetz, weil das Problem ist ja das Vehikel, wie kann ich, und davon gingen ja alle 48er aus, der Volkswille, repräsentative Verfassung, macht sich in den Parlamentariern geltend. Ne? Die werden auch wiedergewählt, persönlich, wie das heute noch in Frankreich und England der Fall ist. Das heißt, die spiegeln die Volksstimmung, gebrochen vielleicht, aber doch wieder. Und wir leben mit dieser, dass sich also gerade in den großen alten Volksparteien, Sozialdemokraten und Christdemokraten, die Mehrheit der Wähler überhaupt nicht mit dem Kurs identifizieren, aber sie brav weiter wählen. Und das ist das Problem, nicht wahr? Da kommen wir zu Friedrich Adler. Nicht die sind schuld, die Eliten, die das machen. Die verdienen dran, kein Problem. Sondern die Leute, die sie immer wieder wählen, die sich das gefallen lassen. Das ist das Problem. Und da sehe ich jetzt als Außenstehender keine einfache Lösung, wie man das bereinigen kann, ne? Es gibt immer die Methode, der große Kladderadatsch muss kommen und wenn Dinge sehr viel schlechter werden, werden sie besser. Bin ich mir nicht so sicher, gerade als Historiker, ob das wirklich stimmt. Ein bisschen einfach, aber daran liegt das Problem, nicht wahr? Wir haben, und zwar nur mehr in Deutschland. Ich meine, in England, wenn die Tories Mist bauen, werden sie abgewählt, aus. In Frankreich, die Gaullisten haben Mist gebaut, sind jetzt noch 10%. Jetzt haben sie Lektion gelernt, ne? Die ÖVP in Österreich ist opportunistisch. Die geht mal so. Und wenn ich habe irgendwann einen gefragt, sagt, halten Sie wirklich die Frau Gepetri für eine Gefahr für die Demokratie? Klopft er mir auf die Schulter und sagt, na gängern Sie, das habe ich doch nur so gesagt. Ja, eben.
nur die CDU sozusagen ist der Stein des Anstoßes, würde ich jetzt, um diskussionsmäßig das überspitzt zu sagen. Ne? Noch ärger ist die CSU, und die wir in Österreich immer so lange geglaubt haben, ist unser Idealbild, wo ÖVP und FPÖ vereint sind und alles funktioniert und Franz Josef Strauß und so weiter und Halleluja. Nein, alles nicht mehr. Ne? Also das ist das Problem. Und das ist ein spezifisch deutsches, ich meine, abgesehen von den Problemen, die uns weltweit natürlich betreffen, von der Reaktion, von der politischen Reaktion, dass ich sage, ich habe nicht nur eine Herausforderung, sondern ich habe auch eine Antwort darauf. In Amerika habe ich das. Ne? Ich mag jetzt nicht perfekt sein alles, aber da gibt es eine Gegenbewegung. In Deutschland gibt es eben sehr viel weniger Gegenbewegung. Und jetzt könnte man sagen, das ist der deutsche Sonderweg. Die Deutschen haben jahrzehntelang von ihrem Sonderweg geschwärmt, da hatten sie keinen. Jetzt sind sie dabei, ihn zu verwirklichen. Aber viel Spaß wünsche ich ihnen dabei nicht. Ja, in der Tat. Ich finde es besonders unterstreichenswert, was Herr Weißmann gesagt hat, dass wir wirklich in einer Zeit ja fast beispielloser Begriffsverwirrung und Begriffsumkehrung leben. Das ist in der Tat frappierend, indem also die Betonung und das Festhalten an den bürgerlichen Freiheitsrechten als totalitäre Bestrebung gedeutet wird, vor allem in Massenmedien, und die Betonung des Selbstbestimmungsrechts der Völker, zum Beispiel eben auch gegenüber der EU, als antidemokratische Bestrebung. Und wenn wir natürlich fragen, wo das herkommt und wie das möglich ist, dann sind wir natürlich bei den Massenmedien, in Deutschland eben besonders stark beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hier scheint mir ein zentrales Problem in der Tat zu liegen, ohne darauf schon eine Patentlösung zu haben. Ich sage gleich am Ende noch etwas. Wenn wir uns erfolgreiche, konservative Politiker der Vergangenheit anschauen, wie zum Beispiel Bismarck oder Adenauer, zwei total gegensätzliche Charaktere, die nicht viel gemeinsam haben, aber eines haben diese beiden gemeinsam, nämlich dass ihr Erfolg, ihre Überlegenheit über politische Konkurrenten offenbar ja daher kam, dass diese beiden Politiker auf ganz unterschiedliche Art eine Art Bündnis mit der Wirklichkeit geschlossen zu haben schienen. Das waren einfach Realisten, die die Lage ansahen, wie sie ist, ohne Beschönigung, ohne allzu viel Ideologie darüber. Und dieses Bündnis mit der Wirklichkeit machte sie erfolgreich. Und das Interessante ist, dass das heute nicht mehr zu funktionieren scheint. Es scheint zwar eine Banalität zu sein, dass derjenige, der die Dinge realistisch sieht, demjenigen, der sie nicht realistisch sieht, überlegen sein müsste. Aber dieser Satz scheint durch das System der Massenmedien in der zweiten Hälfte, seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, doch ein Stück weit ausgeschaltet zu sein. Also man kann offenbar mit Hilfe der Massenmedien gegen die Wirklichkeit ein gutes Stück weit anregieren, was auch mit der weiteren Tatsache zu tun hat, dass, wie ich befürchte, eine große Mehrheit der Menschen, ich schätze wohl über 80%, in letzter Konsequenz an der Wahrheitsfrage nicht durchgreifend interessiert sind, wie das ja eigentlich auch nur ein Berufswissenschaftler sein müsste, der es aber heute auch nicht mehr ist, der es heute an der Drittmittelfrage interessiert. Also die große Mehrheit der Menschen scheint nicht an der Wahrheitsfrage im engeren Sinne interessiert zu sein, sondern, das ist auch evolutionsbiologisch begründet, denkt darüber nach, wie man nicht aus der Gruppe herausfällt, wie man den Außenseiterstatus vermeiden kann. Weil der Mensch im Allgemeinen allein nicht überleben könnte, ist das wohl genetisch so vorprogrammiert. Und hier liegt eine zentrale Schwierigkeit. Und so kommen wir zu dem System, was vor, ich meine, also geraumer Zeit, ich meine 1974 oder 75 ist das Buch erschienen, Die Arbeit tun die anderen, Helmut Schelsky, wo Helmut Schelsky ja die von ihm sogenannte Priesterherrschaft der Intellektuellen beschrieben hat. Wir haben heute eine Art Berufspriestertum eben in Gestalt der öffentlich-rechtlichen Rundfunkjournalisten und verwandter Bereiche. Also das, was Schelsky 1973 oder 74 prognostiziert hat, die Priesterherrschaft der Intellektuellen, scheint auf eine Art heute das Betriebssystem sozusagen der westlichen Gesellschaft wiederzuspiegeln. Nun gibt es aber, also wo Gefahr wächst, wächst das Rettende auch. Ich muss ja auch mal ein bisschen Hoffnung reinbringen. Es ist ja in der Tat zu sehen, dass in den letzten Jahren ein System der Alternativmedien regelrecht machtvoll entstanden ist. Ich habe gestern Abend gehört, kann es nicht prüfen, dass Tichys Einblick, die gedruckte Fassung, deutlich mehr Absatz schon finden soll als seinerzeit die Wirtschaftswoche. Doppelt so viel, habe ich gehört. Und wir wissen, dass die Junge Freiheit die zweitverbreitetste Wochenzeitung ist nach der Zeit. Da ist natürlich eine ziemliche Lücke dazwischen. Und auch es liegt natürlich auch daran, dass fast alle Wochenzeitungen inzwischen ausgestorben sind. Aber
Dennoch ist zu meiner Kenntnis die Junge Freiheit dann eben die Wochenzeitung mit dem zweitgrößten Absatz. Es gibt dieses Mediensystem, es gibt ganz viele Leute, die die etablierten Medien gar nicht mehr sehen, die also sozusagen ins Leere senden. Ich glaube auch, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in der allerjüngsten Zeit einen großen Fehler gemacht. Und Fehler bedeutet nicht, dass es mir nicht gefällt, sondern Fehler ganz objektiv. Es ist nämlich, das hat man mal beobachtet, während dieser Corona-Zeit, als wir eigentlich alle andere Sorgen hatten, ist quasi ganz unbemerkt, das universale Gendern überall eingeführt worden. Beim Deutschlandfunk, beim ZDF. Und ich halte das für einen schwerwiegenden Fehler dieser Leute, denn ich stelle fest, dass ich bisher bis in die jüngste Zeit zum Beispiel auch jeden Tag stundenlang Deutschlandfunk gehört habe. Ganz einfach aus alter Gewohnheit, auch wenn mich viele Inhalte geärgert haben, dass es da zur einen Hälfte aus Klimawandel besteht und zur anderen Hälfte aus Genderfragen. Aber seit sie eben jetzt flächendeckend gendern, beobachte ich bei mir einen Innervierungseffekt. Ja, beim ZDF ebenfalls, dass ich kann da nicht mehr hinhören. Ich kann es wirklich nicht aushalten und mache es deswegen dann aus. Und dadurch berauben die sich natürlich gewisser Einflussmöglichkeiten. Denn auch das ist sehr wichtig im Zusammenhang mit den Massenmedien. Das einzige rhetorische Mittel, was wirklich wirkt, ist die Wiederholung. Ja? Und so machen die das. Durch ständige Wiederholung können Topoi, die zunächst als völlig spinnerte Auffassung gelten, auf einmal zu einem ernsthaften Argument scheinbar heranreifen und von einem ernsthaften Argument zur fast alternativlosen Ansicht der Wissenschaft oder was auch immer weitergereicht werden. Aber es gibt eben ein starkes Alternativmediensystem und das wird ja auch jeden Tag stärker. Da ist ja die Decke noch lange nicht erreicht, die wachsen ja jeden Tag und das dürfte meines Erachtens der Schlüssel zu einer Veränderung sein. Danke, ja. Ich möchte die Frage vielleicht noch ein bisschen weiterspinnen. Wenn wir einen Großkampf sozusagen zu bestehen hätten, dann muss man auch die Frage sich stellen, in welcher Form er zu organisieren ist. Das würde dann in die Unterfrage münden, braucht man Parteien, braucht man unbedingt Parteien oder gibt es Alternativen dazu? Entscheidet es sich vielleicht im vorpolitischen Raum durch irgendwelche Vereinsaktivitäten oder Stiftungen eben? Oder entscheidet es sich allein in den Medien, wo es also dann darum ginge, möglichst viele neue Medien zu haben mit möglichst großer Reichweite? Das sind alles Fragen, auf die man auch eine Antwort bräuchte. Man kann ja einen großen Kampf nicht nur mit Mikrostrukturen sozusagen am Stammtisch gewinnen. In welcher Form müsste er organisiert werden? Also ich glaube, dass es wirklich gar keine Alternative gibt zu dem Konzept Geld und Organisation. Also das, alles andere ist Unsinn. Das kann nicht funktionieren. Das ist auch schon oft genug probiert worden. Selbstverständlich stimmt das, was Herr Vosgerau gesagt hat. Man muss das, glaube ich, also wenn man so wie ich und mancher unter den hier Anwesenden schon seit ein paar Jahrzehnten in Widerstandszusammenhängen tätig ist, dann muss man ja auch einsehen, dass wir tatsächlich mittlerweile Handlungsmöglichkeiten gewonnen haben, von denen vor 10 oder 15 Jahren gar keine Rede sein konnte. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und ein Teil der Hysterie im Kampf gegen Rechts und im Aufstand der Anständigen und was wir alles schon gehabt haben, ein Teil der Hysterie ist ja insofern berechtigt, als man von Seiten des politisch-medialen Komplexes gar nicht versteht, wieso etwas überhaupt noch existieren kann, wieso es immer noch Menschen gibt oder wieder Menschen gibt und immer mehr Menschen gibt, die sich weigern, dem zu folgen, was doch die Anständigen und die Guten die ganze Zeit sagen. Das ist ja eine berechtigte Frage aus ihrer Perspektive. Und die Wut und die Vehemenz und das Überzogene der Bekämpfung hat natürlich ganz wesentlich damit zu tun, dass in irgendeiner Ecke und nicht nur bei Jürgen Habermas die Vorstellung nach wie vor lebendig ist, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein, dass sich gegen das, was wir hier machen, also dieses Großexperiment des Umbaus einer ganzen Gesellschaft, dass sich dagegen nicht ein breiterer Widerstand regt. Wo bleibt der? Und wird er vielleicht, wenn er heute nicht kommt und morgen nicht kommt, übermorgen mit solcher Wucht kommen, dass wir dann tatsächlich überhaupt nichts mehr dagegen tun können? Ich bin ganz entschlossen, also diese Befürchtung zu nähren. Das gebe ich ganz offen zu. Aber ich sehe eben auch die Grenzen derjenigen Optionen, die wir haben. Und wenn ich sage, was wir brauchen, ist Geld und Organisation, so ist ja weder das eine noch das andere so einfach zur Verfügung. Ich jedenfalls bin der Meinung, dass an diesem Konzept kein Weg vorbeiführt. Und dabei muss man eben auch einsehen, das wurde hier ja auch schon angesprochen, gehen wir für einen Moment nochmal zurück auf 1848 und den Vormärz und die großen Zeiten des Liberalismus. Was haben sich die Liberalen vorgestellt?
Ihre Vorstellung war eine Gesellschaft, ein Volk, das im Wesentlichen aus mehr oder weniger mit ähnlichen Besitzverhältnissen ausgestatteten unabhängigen Bürgern bestehen würde. Das heißt, keine großen Unterschiede sozialer Art. Jeder ist Eigentümer, jeder hat sein Haus, jeder hat seinen Grund und Boden, jeder hat seine Arbeit, kann, wenn er fleißig ist, den bürgerlichen Tugenden folgt, ein gutes Leben führen. Die Betreffenden werden sich um Bildung für sich selbst und ihre Kinder bemühen. Sie werden in einen rationalen Austausch untereinander eintreten. Im Parlament wird dieser rationale Austausch fortgesetzt. Und dann wird man, nachdem jede Seite, nochmal Habermas, dem zwanglosen Zwang des besseren Argumentes folgt, zu der richtigen Lösung kommen, die dann in ein Gesetz gegossen wird. Das ist die Vorstellung, die die Liberalen bis in die 1850er, 60er Jahre hinein hatten. Davon ist nichts geblieben. Schauen Sie sich unsere Welt an. Man kann selbst in einer so wohlhabenden Gesellschaft, wie sie die deutsche ja immer noch ist, nicht im Ernst davon reden, dass eine Gleichheit der Besitzverhältnisse besteht oder auch nur eine Gleichheit des Zugriffs auf bestimmte politische Mittel, für die der Besitz eine Voraussetzung ist. Man kann auch nicht davon sprechen, dass der rationale Austausch von Argumenten bei uns die Politik bestimmt. Und es hilft auch nichts, wenn wir uns das jetzt alle wünschen werden. Ich warne Sie davor. Da führt kein Weg. Da hat noch nie wahrscheinlich ein Weg hingeführt, aber dahin führt kein Weg zurück. Stimmt, wie so oft mit Weismann fast allem überein. Ich hätte euch auch gesagt, nicht so sehr egalitär, nicht egalitär, die Gesellschaft 19. Jahrhunderts war nicht so egalitär, das darf man ja nicht vorwerfen, sondern sie war, aber sie hatte mehr, ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus, dieses Moment der Unabhängigkeit. Der Bauer, auch egal wie er politisch stand, verkaufte sein Getreide auf einem Markt, der nicht nach dem Anbieter fragte. Der Textilfabrikant genauso, der hat Garn erzeugt. Das war also, da gab es tausende Fabriken in Europa. Ja, ganz gleich. Heute, wo alles Markennamen sind, wo sozusagen jeder gezielt angegriffen werden kann, ist die Abhängigkeit größer. Dann kommt natürlich bei den Medien eines dazu. Das ist vielleicht eine, wir sind beide Protestanten, aber ich sage das jetzt dennoch, gewisse lutherische Deformation, der Glaube an die Macht des Wortes, nicht wahr? Die Österreicher gelten ja, natürlich sind wir Deutsche, meiner Meinung nach, aber wir sind halt doch so ein bisschen der Übergang vom Piefke zum Italiener. Ne? Und in Italien, das gibt es auch in Österreich so, bei uns gab es in den 80er Jahren auch eine Friedensbewegung. Die war in dem Moment gekillt, wo die Generale und Bischöfe dafür waren. Weil dann war es nicht mehr lustig. Ganz einfach. Ne? Und das ist in Italien auch so. In Italien haben sie zumindest die Vorstellung von Jahrhunderten von Fremdherrschaft. Das heißt, wenn das von oben herabrieselt, muss es falsch sein. Ganz klar. Ne? Das ist nicht so. Und sozusagen nur die Skandinavier haben diese Idee, was ihr glaubt nicht an das, was die Medien sagen. Die Schweden sind immer ganz entsetzt. Ne? Die Italiener sagen dann, no, na, what's new, pussycat. Ne? Das ist ganz klar. Das heißt, diese Medienmacht, das ist immer so. Die Politiker reden sich auf die Medien reden sich auf die Politik aus und das ist so ein Spiel, das mit einer gewissen Koketterie betrieben wird. Das ist nicht alles, ne? Weil wer liest die noch? Wer liest überhaupt noch? Wer hört überhaupt noch zu? Das ist alles sehr, viel eher sind sozusagen die Soft, dass er im 19. Jahrhundert schon hat der Balatsky, der große Mann der tschechischen Erweckung, gesagt, ein tschechischer Sir Walter Scott, historische Romane, wäre wichtiger für die nationale Erweckung als fünf Schischkas, große Feldherren. Also es geht vieles über diese sozusagen Unterhaltungsschiene und so weiter. Das halte ich für viel wesentlicher, dass unsere öffentlichen Rechtlichen da, es gibt keinen Krimi mehr ohne die entsprechenden und so weiter, als die Nachrichten. Die Nachrichten glaubt ohnehin keiner. Die Wahrheitsfrage, ich bitte Sie, was ist Wahrheit? Das ist Theologie. Ne? Wenn mich immer... Ich fürchterlich, weil alle Leute agitieren mich an mit irgendwelchen Ansichten zum Ukraine-Krieg. Sage ich, okay, ganz einfach, machen wir uns einen Termin aus, 20. Juni 2053. Da sind die Archive offen, dann können wir darüber reden. Jetzt hat es überhaupt keinen Sinn, über die Wahrheitsfrage darüber zu reden. Völlig sinnlos, wir wissen es einfach nicht. Punktum. Das heißt, mit der Wahrheit würde ich auch sorgsam umgehen. Es geht einfach darum, Politik, Wahl des kleinen Übels, da ist was, das will ich nicht, du willst es auch nicht, drum dagegen. Und das muss ich den Leuten einhämmern, nicht von Großordnungen reden. Dann sagen die, okay, Großordnung können wir ohnehin nichts machen, lassen wir es bleiben. Es muss an konkreten Beispielen exemplifiziert werden.
Das halte ich für das Wesentliche in der Mobilisierung. Ne? Und all diese masochistischen Dinge, die sozusagen hier gefordert werden, die sind natürlich von der wahren Natur aus nicht populär. Ne? Ich meine, gendern tun die Leute nur, um uns zu ärgern. Das ist ja selber mühsam für sie, ne? Das zu schreiben. Das ist ja ganz leicht. Ne? Und ich meine, das ist alles auch widersprüchlich. Ich meine, die LGBT oder was Bewegung ist natürlich völlig im Gegensatz zur Frauenbewegung, weil wenn es keine Frauen mehr gibt, dann braucht es keine Frauen und so weiter und so weiter. Das heißt, da bricht ja vieles von eigenem auseinander. Man muss nur entweder das ablaufen lassen oder einfach Nein sagen. Aber ganz konkret, nicht mit irgendeinem großen Entwurf. Bei Wirtschaftsfragen, ja, dann bräuchte man jetzt andere Leute, die in den Vorstandsetagen sitzen und wissen, wie das so wirklich läuft. Ich nehme an, da ist nicht Interesse, sondern Opportunismus gegeben. Ich werde mich doch nicht in den Medien hinstellen lassen wegen abweichender Meinungen. Ich heule halt mit den Wölfen, meine Firma geht es nicht an und machen wir das halt. Ne? Und beziehungsweise bei allen Grünthemen, ich weiß ja einen Unsinn, aber solange ich dafür subventioniert werde, mache ich es natürlich. Macht jeder von uns auch so. Ne? Ich meine, da gibt auch wiederum, die Antwort ist laissez-faire. Der Staat muss weniger Geld in die Hand nehmen, dann von sich aus machen die Bürger Unsinn nicht, wenn sie nicht dafür bezahlt werden. Das ist es. Also ich bin nach wie vor, da bin ich bei der Hayek-Gesellschaft. Ne? Laissez-faire, laissez-passer und überhaupt ja nicht das soziale Königtum. Um Gottes Willen, das soziale Königtum, was ist das? Ne? Wer braucht mal Mikrofon oder so? Gottes Willen. Also das muss wirklich nicht sein, also das ist ja ein schrecklicher Gedanke. Aber ansonsten, das kennen wir bei uns beiden ja schon, also da bricht dann, weiß ich nicht, ob das der österreichisch-borussische Konflikt ist, der dann immer zwischen uns aufbricht. Also ich bin auch gegen die Vorstellung, jetzt hier in irgendeiner Art und Weise eine Ideologie aufzubauen und die dann zu propagieren. Da bin ich völlig deiner Meinung. Aber es ist auf der anderen Seite eben auch ein großes Elend, ich würde sagen, in den letzten 30 Jahren, ich kann mich gar nicht erinnern, wie oft ich von irgendwelchen Leuten angesprochen worden bin, die mich fragten, ja, sagen Sie mal, wenn man jetzt doch ein bisschen theoretischer interessiert ist oder wenn man an Begrifflichkeit interessiert ist, was für ein Buch soll man denn lesen? Und ich sage dann immer, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann Ihnen nicht irgendein Buch empfehlen, von dem ich sagen würde, das ist jetzt geeignet, das ist eine provisorische Formulierung, eine konservative Position entsprechend zu umschreiben. Ich war im vergangenen Sommer, hatte ich die Ehre, in Oxford an einer konservativen Konferenz europaweit plus Nordamerika teilzunehmen. Und ich saß im Publikum und ich muss schon sagen, ich fühlte mich sehr erhoben, als gleich zwei Referenten das konservative Minimum von mir zitiert haben. Und das ist wirklich ein Minimum, wer das von Ihnen schon mal gesehen hat, ist ein Büchlein. Ja, das wurde dann aber zitiert, weil man in irgendeiner Art und Weise mal einen noch lebenden Menschen zitieren wollte, um da in irgendeiner Art und Weise ein bisschen Licht reinzubringen. Und ich glaube, diese Anstrengung werden wir schon auf uns nehmen müssen. Also in irgendeiner Art und Weise wird man da schon eine gewisse Klärung herbeiführen müssen, um auch dieser Sprachverwirrung zu wehren. Was allerdings das Wirken nach außen angeht, da bin ich völlig deiner Meinung. Also ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass wenn man jetzt, sagen wir einmal, eine Kamera mitlaufen lassen würde, heute Mittag auf der Kaiserstraße zu Frankfurt und würde das senden und mit einer entsprechenden Kommentierung versehen, die müsste gar nicht sehr weit gehen, die Kommentierung, dann würden gefühlt 80% der Bundesbevölkerung sagen, das kann so nicht bleiben. Elendstourismus, also Leute, die mit der Flasche Bier in der Hand halbwüchsig durch die Gegend schlendern und sich mal angucken, wie das eben hier mitten in einer deutschen Großstadt so aussieht, was für Gestalten da auf der Straße liegen und welcher Grad der Verwahrlosung der erreicht ist. Ja, da werden sie tatsächlich Wirkung mit erzielen. Aber wenn das natürlich nicht stattfindet, dann nicht. Ich glaube auch, dass es tatsächlich, und ich bin wirklich der Überzeugung, dass Konformismus eine ungeheure Macht ist, schon tendenziell immer war, das ist auch nicht neu, aber sie ist heutzutage wirklich eine ungeheure Macht. Deswegen wird es auch einfach nicht anders gehen, als dass Einzelne sich den Schneid angewöhnen und dann eben aufstehen und ganz klar sagen, nein, sie sind nicht einverstanden. Dass das kein Spaß ist, also diejenigen von Ihnen, die hier ein politisches Mandat innehaben, werden das wissen, dass es kein Spaß ist. Aber es ist natürlich andererseits schon eine Möglichkeit,
irgendwie Gesichtswahrung und auch ein gewisses Maß an Selbstachtung zu bewahren, was ich nicht gering schätzen würde angesichts meines vorgerückten Alters, dass das ja doch eben irgendwie ein Faktor ist für die seelische Hygiene und geistige Stabilität. Aber ich glaube, dass man das eben tatsächlich, man muss da eine Aufgabentrennung herbeiführen, muss sagen, das eine ist die Frage, wie müssen wir nach außen die Schwerpunkte setzen? Was muss auch die Arbeit einer Partei sein? Was kann die Arbeit einer Stiftung sein? Was kann die Arbeit einer geistigen Durchdringung sein? Und da glaube ich, ne, du beziehst dich dann auch auf Burnham und sagst, ja, hier, Revolution der Manager. Das ist eine Begrifflichkeit. Burnham hat, wie ich finde, übrigens kein besonders gutes Buch geschrieben, aber er hat halt einen großartigen Terminus geprägt, der dann wirklich Karriere gemacht hat. So wie Rochow mit Realpolitik. Das Buch ist über weite Strecken heute versteinerter Kaviar. Aber der Begriff, der hat eben tatsächlich die entsprechende Vehemenz und hat sich eingeprägt. Und wer will schon sagen, ja, ich bin kein Realpolitiker, ich will damit nichts zu tun haben. Das will natürlich niemand. Und wir müssen an dieser Stelle eben tatsächlich uns angewöhnen, ein paar dickere Bretter zu bohren. Das wird nicht anders zu machen sein. Ja? Und der dritte Aspekt ist eben, das meine ich, ist wirklich ein Gedanke, der hier ja schon mehrfach angeklungen ist. Es sind in der Geschichte, nach meinem Dafürhalten, immer historische Minoritäten. Enzensberger hat das mal in einem programmatischen Text in den 60er Jahren geschrieben, lange bevor von den 68ern die Rede war. Da hat er ausdrücklich gesagt, das muss man sich einfach vor Augen halten, Klammer auf, auch als Linker, Klammer zu, dass es historische Minoritäten sind, dass es Minderheiten sind, die von ihrer Sache überzeugt genug sind, die deshalb überzeugend wirken und die bereit sind, eben auch die notwendigen Opfer zu bringen, um diejenigen Positionen zur Durchsetzung zu bringen, die sie für die richtigen halten. Ich meine, das ist ja etwas, was gerade viele von denjenigen, die sich tatsächlich engagieren, auch ab und zu mal als Frage beantworten müssen. Nämlich, wozu tue ich mir das überhaupt alles an? Ja? Und wenn ich nicht daraufhin sagen kann, ich tue es mir an, weil ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist, dann kann man es tatsächlich bleiben lassen. Ja? Und deswegen glaube ich an der Stelle, da wird man sich Charakter angewöhnen müssen. Das geht eben nicht anders. Ja, was allerdings die Wirtschaft angeht, da haben wir ein Problem, Herr Höbelt. Die Ingenieure bei den großen Autoherstellern, also Mercedes, Audi, BMW, die wissen alle ganz genau, dass die Vorstellung, die Autos auf Batterie umzustellen, ein heller Wahnsinn ist, technisch nicht durchführbar ist. So viel Kobalt gibt es auf der Welt nicht, um diese Batterien herzustellen. Die wissen das alle und ich weiß das daher, weil ich anwaltlich deren Zulieferer berate und die dann als Ingenieure untereinander völlig offen reden. Wenn man sich aber fragt, warum die deutsche Wirtschaft keine Rebellion gegen die sogenannte Energiewende anzettelt, dann dürfte die Antwort wohl folgende sein. Wir hatten vor 50 Jahren eine ganz andere Situation. Vor 50 Jahren, da hatten wir deutsche Weltunternehmen, die in Deutschland saßen und produzierten und alle Welt exportierten. Und die hatten natürlich ein existenzielles Interesse daran, dass in Deutschland die Bedingungen, ob es um Steuerrecht geht, ob es um Energiepreise geht, so bleiben, dass man hier eben produzieren kann. Und diese Situation haben wir nicht mehr, durch die, also gerade durch den Westen ja auch bewusst und stürmisch vorangetriebene Globalisierung. Seit 1990 haben wir heute die Situation, dass alle nennenswerten Unternehmen total globalisiert sind und deswegen stellt sich die Frage für Audi, BMW, Mercedes ganz anders. Die sagen, es lohnt sich nicht, sich hier in Europa mit der EU-Kommission und mit dem Gesetzgeber anzulegen. Wir gehen ganz einfach nach China mit der Produktion, wir gehen in die Türkei, wo die Energie besonders billig ist und hier haben wir ein Problem. Nicht? Also wir gehen da in eine Verelendung und Deindustrialisierung möglicherweise, die wir nicht ohne weiteres werden aufhalten können. So, um zur Ausgangsfrage kurz zurückzukommen, in der Tat, an Partei und Organisation scheint kein Weg vorbei zu führen, trotz aller Schwierigkeiten, die damit impliziert sind. Es hat ja Reinhard Zitelmann, die Älteren erinnern sich, bereits 1998 mal ein Buch veröffentlicht, Wohin treibt die Bundesrepublik, in dem er unter anderem vorhergesagt hat, dass eine Partei rechts der Union entstehen müsse, ganz einfach, weil da etwa ein Drittel Repräsentationslücke ist, was Leute wirklich denken, wird im Parlament nicht abgebildet. Er hat aber dann 1998 schon weitergeschrieben, dass diese Partei, wenn sie denn mal entstanden sein wird, mittelfristig
langfristig keine Chance habe, denn es bleibe gar nichts anderes übrig, als dass das gesamte Mediensystem diese Partei, egal was sie in Wahrheit sagt oder vertritt, irgendwie mit dem Nationalsozialismus assoziiert und damit eben moralisch unmöglich macht, was dann zu einer Eigendynamik führen würde, nämlich dass alle, die einen guten Ruf zu verlieren haben, die Beamte sind, also von dieser Partei mehr und mehr Abstand halten würden, je mehr in dieser Hinsicht in den Medien geschrieben wird. Und dass andererseits die, die nichts mehr zu verlieren haben, die verrückt sind, die Querulanten sind, sich von dieser Partei würden anziehen lassen, sodass diese nach und nach dann scheinbar immer mehr die Zuschreibung, die im Ursprung ganz ungerecht waren, zu erfüllen scheint. Und daran werde sie dann wiederum scheitern. Zietelmann hat sein Buch von 1998 vor kurzer Zeit, vielleicht vor 2 Jahren, im Selbstverlag nochmals herausgebracht, weil er eben meinte, dass inzwischen seine Thesen vollauf bestätigt sind. Das wollte er dann damit dokumentieren. Sein Ausweg damals war es ja gewesen, dass man stattdessen, statt eine neue Partei zu gründen, bestehende Parteien übernehmen sollte, und das hat er bekanntlich bei der FDP versucht und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also an einer Partei führt kein Weg daran vorbei, auch wenn dies mit Schwierigkeiten verbunden ist, aber ich würde auf Folgendes hinweisen: Bei den Grünen gab es lange Zeit eben den Kampf zwischen dem Realu-Flügel und dem fundamentalistischen Flügel. Und dieser Kampf ist bezeichnenderweise nicht durch Argumente jemals entschieden worden, sondern der Kampf ist dadurch entschieden worden, dass Joschka Fischer eines Tages Minister wurde in Hessen, weil es eben die SPD ganz einfach versucht hat. Er ist es auch nur 2 Jahre geblieben und das war ein fürchterlicher Tanz, weil er diesen Kampf um die Atomkraft in Hessen dann geführt hat, den man von Hessen aus gar nicht führen konnte, aus rechtlichen Gründen. Aber nachdem Joschka Fischer dann einmal Minister war und in einem Auto herumgefahren wurde und einen Aktentaschenträger hatte, sagten dann die Fundamentalisten wie Jürgen Trittin, wir lassen uns doch von dem nicht in den Schatten stellen, wir wollen auch Minister werden. Und es wäre zu hoffen, dass eine solche Entwicklung bei der AfD eines Tages eintritt. Die würde also gleich mit dafür sorgen, dass also die vernünftigen bürgerlichen wirtschaftsliberalen Kräfte in der AfD dann gestärkt werden und die nicht ministerfähig sind, dann eben an Einfluss sehr verlieren. So, ich höre. Wir sind praktisch schon am Ende.